Ortstermin in der Oase. Seit Juli wird Güstrows beliebtes Freizeitbad saniert, modernisiert und die Attraktion der Einrichtung erhöht. Im Jahr 2000 war das Spaßbad in Betrieb genommen worden. Der Zahn der Zeit hatte mächtig am Gebäude und der für den Betrieb notwendigen Technik genagt, sodass sich die Stadtvertreter für eine umfassende Sanierung aussprachen. Mit etwa 8 Millionen Euro, davon ein Großteil Fördermittel, schlägt das Vorhaben im Haushalt zu Buche. Im ersten halben Jahr der Sanierung stand vor allem der Rückbau von nicht mehr benötigter oder verschlissener Technik auf dem Programm. Ja, natürlich, viel Abbrucharbeiten wurden durchgeführt im Bereich Schwimmbad, im Bereich Therme. Aber in erster Linie haben wir in den ersten Monaten oben die Dacharbeiten fertig bereitet, also das Dach ist fertig. Wir haben die Abdichtungsarbeiten, also Dach zur Fassade fertig, wir haben Blitzschutz fertig, wir haben Stahlarbeiten oben auf dem Dach für die Photovoltaikanlage und diese Sachen sind alle abgeschlossen, damit wir dann trocken in den Winter kommen und mittlerweile finden hier die Arbeiten statt, im Bereich Schwimmbad. Da wurde der ganze Fußboden rausgerissen, etliche Fliesen, die kaputt waren, wurden schon erneuert oder rausgenommen und für die Erneuerung vorbereitet. Dann sind wir jetzt gerade dabei, die Dämmung wieder zu verlegen. Die Fußbodenheizung ist heute drin. Ab nächste Woche wird Estrich gelegt. Dann kommt drinnen nochmal ein Gerüst. Das wird errichtet, um die Spanndecke zu erneuern, beziehungsweise dann auch die Akustikwände zu erneuern. Das sind dann die nächsten Schritte, die hier in den kommenden Wochen, Monaten im Schwimmbad beziehungsweise in der Therme vor sich gehen. Beginnen wir unseren Rundgang im Keller. Dort, im für Besucher nicht zugänglichen Bereich, schlägt das Herz der Güstrower Oase. Gebäudeleittechnik, Badewassertechnik, Heizung und Belüftung sorgen dafür, dass eine Etage höher ein ungetrübter Badespaß möglich ist. Weiter verwendet werden nur die stabilen Filter, die nach einer Reinigung wieder voll funktionstüchtig sind. Fast alle andere Technik wird erneuert, auch alle Wasserleitungen. Die Rückspülbehälter zur Reinigung des Badewassers haben teilweise neue Mannlöcher erhalten, über die die Wartung der Anlage vereinfacht wird. Die Demontage von Heizung und Lüftung steht unmittelbar bevor. Danach beginnt der Einbau der neuen Technik. Im Kellerbereich wird mit 3,7 Millionen Euro fast die Hälfte der Gesamtinvestitionssumme verbaut. Ortswechsel in den oberen Bereich. Wo sich einst in der Therme der gastronomische Bereich befand, ist inzwischen schon ein für 20 bis 25 Personen ausgelegter Whirlpool aus Edelstahl installiert. Natürlich gut abgedeckt, denn es wird ja noch viel gebaut im Umfeld. Das Boot ist entfernt, an seiner Stelle sind Sitzgelegenheiten für die Eltern oder Großeltern geplant, die die kleinen Badegäste im Kinderbecken beobachten. Die Gegenstromanlage wird wieder in Betrieb genommen. Von der Therme gelangt man in den Saunabereich. Im Saunabereich werden wir Änderungen vornehmen. Und zwar werden wir eine neue Dampfsauna bekommen mit Aufguss. Das ist nicht so häufig üblich hier oben in den norddeutschen Gefilden. Es ist eher in den süddeutschen Raum. Also wirklich mit Aufguss, Aromaaufgüsse können wir dann in der Dampfsauna vornehmen. Dann werden wir im oberen Bereich das Tepidarium ein wenig verkleinern. Die heißen Liegen ein wenig verkleinern, um dann eine Salzinhalation zu installieren. Das ist für die Atemwege enorm wichtig. Das wird schon schön. An der Stelle bietet sich an, ein Wort über die Gastronomie zu verlieren. Geplant sind im Saunabereich ein gläserner Anbau, in dem an 24 Plätzen bedient wird. Erfrischungsgetränke kann man im Innenbereich ordern. Von der Therme aus zugänglich sein wird ein Bereich für Selbstbedienung. Dafür sind 64 Plätze vorgesehen. Ein dritter Gastronomiebereich wird sich im Eingangsbereich der Oase finden, in dem sogenannte Automatengastronomie angeboten wird. Die letzte Station führt uns in die Grotte. Dort enden die beiden Rutschen. Die Stadtvertreter hatten ausdrücklich Wert gelegt auf zwei Erlebnisrutschen. Sie werden 92 und 52 Meter lang sein und die Attraktivität des Bades enorm steigern. Bis sie in Betrieb genommen werden können, wird es aber noch dauern. Jetzt beginnt erst der zweite Bauabschnitt und das ist eigentlich mit das Wichtigste. Und zwar die gesamte Badewassertechnik, die unten im Keller aufzufinden ist. Dann Gebäudeleittechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär. Das ist jetzt alles am Start. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin gut im Zeitplan liegen, dass wir dann ab Anfang Oktober
in die Probephase gehen, denn wenn das Bad neu ist, und das wird ja wirklich tolles Bad, werden wir in die Probephase gehen und alles mal durchtesten. Und geplant ist dann 1. Dezember die Neueröffnung. Es wird ein schönes Weihnachtsgeschenk für unsere Gäste und für alle Bürger der Stadt Güstrow. Ne? Holger Schneider verspricht, dass Güstrow dann das modernste und beste Erlebnisbad in Mecklenburg-Vorpommern haben wird. Er freut sich über den bisher reibungslosen Ablauf der Arbeiten, wofür aber auch beste Voraussetzungen bestehen. Sowas kriegt man natürlich nur hin, wenn man gute Partner an der Seite hat. Und diese guten Partner haben wir. Ich bin total froh, dass wir zum Beispiel die Ausschreibungsmodalitäten alle über die Stadt laufen lassen. Frau Rosentreter mit Frau Schlesiger und Frau Meier, die halten uns da unglaublich den Rücken frei. Und dann natürlich auch die Techniker der Stadtwerke, die ganz eng mit dabei sind, damit wir hier für unsere Bürger wirklich ein tolles Bad auf die Beine stellen können. Ne? Zu den guten Partnern gehören auch die an der Sanierung beteiligten Firmen, die in der Mehrzahl aus der Region kommen.